Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar geht es um die Glossy Box Christmas Edition. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die konnte man, ich glaube, für 35 Euro als Glossy bestellen und ich habe tatsächlich zwei bestellt, natürlich. Ne? Eine für dich, eine für mich. Das heißt, eine von diesen beiden Boxen wird in diesem Video aktuell verlost. Yay! Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau einfach mal vorbei und ich glaube, ich lasse das Gewinnspiel auch tatsächlich nur eine Woche laufen, damit du die dann auch passend zu Weihnachten bei dir hast. Das wäre eigentlich ganz cool, oder? Ja. So, Glossy Box. In diesem typischen Glossy Box Boxending wird geöffnet und dann schauen wir mal rein. Ja, it's the season to be glossy. Also das ist tatsächlich an den Adventskalender angelehnt, den wir ja bekommen haben, den wir uns gekauft haben, den wir uns in irgendeiner Art und Weise organisiert haben. Genau, dann haben wir hier einen Rabattcode Happy Holidays Enjoy 15% off at wunder2.de. Okay, ja, von wunder2, das ist ja, hatten wir auch die Mascara schon mal irgendwo mit drin. Das ist echt eine Mascara, die kriegst du nicht ab. Das ist so eine 72-Stunden-Mascara, die habe ich, also Wahnsinn. Ich kriege den nicht mal mit wasserfestem Mascara-Entferner, also wasserfesten Make-up-Entferner gut runter. Ja, da muss ich mir noch irgendwas überlegen, wahrscheinlich einfach mit Öl. So, hier haben wir die Box, die prall gefüllt ist und die einen richtig geilen Inhalt haben soll. Die ist wunderschön, das wollen wir mal wirklich sagen. Ne? Sie ist hier Gold, dann hat sie hier dieses typische Design von dem Glossy Box Adventskalender und sie ist schwer. Sie ist so prall gefüllt, dass der Deckel schon etwas hoch steht und da wollen wir natürlich nachhelfen und den Deckel einfach mal öffnen. Huch! Ist eine Sonderedition. Du bekommst als Glossybox-Abonnent ja immer wieder auch so ein Newsletter, wo du dann die Informationen über Sondereditionen bekommst. Und dann kannst du entweder durch Glossy Points dir die Produkte halt holen oder die Box halt holen. Oder du zahlst halt was dafür. Ne? Das ist ja dann quasi die Option, die man hat. Und Glossy Points bekommst du, wenn du Freunde werden, Freunde machen. Also wenn du quasi diesen Code, den du hier hast, ne? Wenn jemand diesen Code verwendet, um eine Glossy Box zu abonnieren, bekomme ich Glossy Points und kann dann irgendwann so eine Box holen. Genau, oder zwei, wenn ich eine hier verlose. Sehr praktisch. Genau, und noch eine Information, wenn du Lookfantastic auch irgendwie abonniert hast oder da angemeldet bist, kannst du deine Glossy Points bei Lookfantastic einlösen, um da im Shop einzukaufen. Mega gut. So, wir haben hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und hier haben wir die Box mit dem Vieh, wo ein krasser Parfümduft rauskommt. Also ein bisschen blumig. Blumig frisch, würde ich mal so sagen. Genau, hier sind dann auch die Produkte, die Produkte drin abgebildet, die hier in der Box mit drin sind, mit den Preisen, die ich dir auch immer einblende. Ach, ich liebe es. Okay, also wir haben hier das Seidenschleifchen, was wir einmal öffnen. Dann haben wir hier den Klebi am Seidenpapier. Hier haben wir den ersten Blick in die Box. Und dann gucken wir mal, was hier zuallererst so diesen Duft versprüht. Hi, Sammy. Na, schnüffelst du ein bisschen durch die Gegend? Von Juwelkerze, richtig schön, haben wir eine Badebombe. Das ist eine Badebombe. Das heißt, wir haben in dieser Badebombe wahrscheinlich auch noch Schmuck drin, oder? Boah, und die riecht voll nach Rose, voll angenehm. Love Affair Badekugel. Ich habe keine Badewanne hier, also wir haben ja oben unsere Mietwohnung, die wir definitiv weiter vermieten werden. Da werde ich nicht einziehen und das werde ich dann hier für ein Fußbad verwenden einfach, ne? Ja. Dann habe ich hier etwas drin, das finde ich jetzt sehr witzig. Das ist die Mascara, von der ich gesprochen habe. Wunder 2 27-Hour Mascara Lash Extension Stain Mascara. Bis zu 3 Tage halt. Also Leute, die hält dir wirklich richtig krass, ne? Das kann ich wirklich so unterschreiben. Die machst du dir drauf und die hält, ne? Die hält bombenfest. Die hält den Schwung, die hält die Farbe, aber du kriegst sie verdammt nochmal nicht ab. Ja, also das dauert wirklich, bis man sowas dann abgekriegt hat. Aber ich finde sie eigentlich ganz gut. Man braucht halt nur Geduld, Sammy. Man braucht nur Geduld. Nur Geduld. Hast gehört? Der hat gegrunzt. Sammy möchte auch mal wieder Aufmerksamkeit haben. Die wirst du kriegen, Sammy. Keine Sorge. Hier habe ich was von Pure Lay drin. Okay, das ist ein Organza-Säckchen. Und in diesem Organza-Säckchen von Pure Lay verbirgt sich nicht nur ein 15% Gutscheincode. Mele Kalimaka, okay. Dann haben wir mit dem Code Glossy Christmas 15% Rabatt bis zum 31.01.2020.
Ausgeschlossen sind Sale-Artikel auf Purelay. Ja, vielleicht schaue ich wirklich mal vorbei. Und dann haben wir hier dieses Produkt. Was ist das? Ist das ein Blush? Man kann das aufmachen. Oh nein, es ist einfach ein Handspiegel. Das ist süß, ne? Sowas kann man, das ist schick, das ist hübsch, das ist toll. Ist ganz süß, ne? Kann man auch zu Weihnachten ganz gut gebrauchen, wenn man halt irgendwie unterwegs ist. Und dann guckt man einmal so zwischendurch mal rein, ob noch der rote Lippenstift sitzt oder so. Doch, das kann ich mir gut vorstellen. Und die 27 Hours Mascara ist natürlich super witzig, weil 3 Tage Weihnachten, ne? Wäre natürlich cool, wenn du nur einmal die Wimpern tuschen müsstest. Aber ganz ehrlich, ich würde schon empfehlen, sich jeden Abend abzuschminken, ja. Ein Haarspray, okay. Von Moroccan Oil. Finish Medium. Weightless Natural Look. Okay. Ja? Hä? Moroccan Oil Haarspray finde ich sehr interessant. Was soll da denn so großartig dran sein? Also 75 Milliliter sind hier enthalten. Ich bin kein Fan von Haarspray. Verwende ich nicht wirklich, weil ich nicht wirklich so der Frisurenmensch bin. Sollte ich vielleicht mal versuchen. Dann habe ich hier auf jeden Fall schon mal ein kleines Produkt, was ich dann auch dafür nehmen kann. Das soll entsprechend auch Luminosität nennt man das so? Strahlkraft geben. Ja, okay. Ja, ne? Ein Haarspray. Naja, also ne, für manche vielleicht eine ganz gute Kiste, aber für mich jetzt nicht so bombastisch. Okay. So, das hier ist dieses Goodie-Produkt, von dem die gesprochen haben. Das sind 30 Milliliter von dem Caudalie Creme Gourmand. Eine Hand- und Nagelcreme von Caudalie. Ja, Caudalie ist ja eine schöne Marke, ne? Da habe ich jetzt auch schon das ein oder andere von getestet. Sehr, sehr natürlich die ganze Geschichte. Ohne Parabene, ohne, ich kann es nicht aussprechen, 1% für den Planeten. Okay, wird wahrscheinlich dann gespendet. Aber ja, gut. Ich glaube, Caudalie ist auch irgendwie was in die Richtung Naturkosmetik oder so, ne? Ja, Handcreme kann man gebrauchen. Hätte ich jetzt aber jetzt nicht unbedingt in der... Oh Mann, weiß ich nicht. Weihnachtsedition ist für mich irgendwie mehr so Glamour oder so. Weiß ich nicht. Hier habe ich aber etwas, was Glamour ist. Und zwar Michalski Berlin. Das ist das Parfüm, das Eau de Parfum for Woman. 30 Milliliter ist hier enthalten. Das nennt sich Style. Das hier ist das Parfüm. Und ja, das kann ich ja mal auspacken. Werde ich dann auch für mich behalten. Sammy, was geht eigentlich bei dir ab? Willst du mir gleich hier auf dem Schoß sitzen oder was ist los? Ich glaube, der möchte raus. Möchtest du in die frische Luft, Sammy? Ich wäre ja dafür, dass Hunde auch mal reden könnten, ne? Ich fände es so schön. Ja, aber wenn ich das gleich sprühe, Maus, du mit deinem feinen Näschen, wirst dann wahrscheinlich denken, oh mein Gott, oh, das ist aber hübsch. Ach, guck mal. Das war, glaube ich, auch in der Sneak Peek, ne? Das sieht schön aus, ja, das schreit Weihnachten. Das schreit Christmas Box, ja. Ja, das riecht jetzt schon raus. Okay, wir testen, Sammy. Oh. Oh, edel. 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 Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber sehr, sehr angenehm. Oh, das kommt auf jeden Fall in meinen normalen da Badezimmerschrank, wo meine Parfümflaschen stehen. Das wird benutzt. Definitiv. Geil. Das ist schön. Ja. Okay, dann haben wir hier etwas von Hello Body drin, was ich schön finde. Das ist von Hello Body. Die Kokos Smooth Daily Eye Cream. 15 Gramm sind hier enthalten. Ich mag die Kokosreihe von Hello Body ja eigentlich nicht so gerne vom Duft her. Aber es ist unter den Augen. Es ist jetzt nicht irgendwie als Primer oder als Gesichtscreme oder so. Es ist halt unter den Augen. Es ist noch recht nah an der Nase, aber du nimmst ja immer nur so wenig. Vielleicht kann ich mich da selber überzeugen, die zu verwenden, ne? Es ist halt so eine kleine Tube und ich kann ja mal gucken, ob die auf ist. Ja, ne? Ich kann ja mal schon riechen. Komm, was soll das denn? Ih, kommt aber komischer. Nicht wundern, ich habe mich ja in der Rose geschnitten, draußen im Garten war ich und habe noch den letzten Herbstschnitt im Winter gemacht. Kann man machen, ne? Aber die kommt so zusammen mit ein bisschen Öl raus. Gut, das kann manchmal sein. Oh, die wird aber sehr flüssig. Es riecht nur nach dem Parfüm gerade. Aber ich glaube, der Duft, der geht klar. Ja, ich glaube, ich kann das schon als Augencreme mal verwenden. Ja, das kann ich wohl mal machen, ne? Ich weiß nicht, ob das meine All About Eyes in irgendeiner Art und Weise ausstechen kann, aber ich finde es ganz schön, dass es mit drin ist, weil das ist ein Produkt von einer Marke, die ja ziemlich gehypt wird, wo sich wahrscheinlich viele auch drüber freuen, dass es in der Box mit drin ist. Deswegen passt es für mich auch in die Weihnachtsedition. Ja. Und das letzte Produkt, was wir hier in der Box enthalten haben, hatte ich tatsächlich auch schon in einem anderen Adventskalender drin. Das ist von LOV, The Statement Blush Palette. Das ist diese hier.
Ich hole mal eben kurz meine, die ich habe. Dann kann ich die nämlich aufmachen, weil die bleibt zu. Mit Magnetverschluss vorne. Und dann hast du hier diese Dreiecke dort drin mit den verschiedenen Farben, mit unterschiedlichen Intensitäten und mit einem, ich finde, Highlighter in der Mitte oder Blushtopper. Und hier steht, forget the rules, if you like it, wear it. Ne? Also vergiss die Regeln. Wenn du es magst, dann trag es einfach. Und das finde ich cool. Das mag ich vom Sinn her sehr gerne. Und deswegen, ne, ist das auf jeden Fall eine verdiente Palette in dieser Box. Ja, wenn man den Adventskalender, wo diese Palette drin war, nicht gekauft hat. Ja, doch. Aber ich muss sagen, mir haben die Produkte weitestgehend gefallen. Haben mich jetzt aber nicht so weggeflasht, dass ich sagen würde, ja, mega geil. Vielleicht wäre irgendwie was so Lidschattenmäßiges auch ganz geil gewesen. Also da hätte ich mich, glaube ich, auch ein bisschen mehr drüber gefreut, wenn du halt vielleicht, ja, so ein kleines Lidschatten Palettchen mit drin gehabt hättest oder so. Hm? Hätte ich bei einer Christmas Edition eigentlich erwartet. Ja, leider. Naja, aber das war jetzt tatsächlich die Box und ich blende hier auch mal den ganzen Wert von den ganzen Produkten hier ein. Ja, ne, war angepriesen, dass er hoch sein wird. Er wird auch hoch sein. Also die 35 Euro bzw. 45 als Nicht-Abonnent der Glossy Box lohnen sich. Ja, ne? Man muss halt nur wissen, ob sich die Produkte für einen lohnen. So. Ja, ne? Das war's. Das war tatsächlich mein kleines, aber feines Unboxing. Denk an die Verlosung von der zweiten Box, die ich bestellt habe. Und ja, ich gucke mich um. Ich habe nichts vergessen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!